Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Lai und ich werde jetzt hier sterben. Oh. Freund? Nö. Yeah! Abkürzung! Nice! Verdient! Mach den Laden auf! Was habe ich jetzt bekommen? Schattensturz. Was zum Fick? Drücke kurz B, während du runterfällst, um einen Sprung mit einem mächtigen Schlag zu treffen. Ich habe keine Seele. Ja. Lol, ich habe gesagt, ich habe keine Seele. Ich hab die Schnecke im Bergkristall plakat. Ich weiß nicht mal, ob es eine Schnecke war. Sie haben auf jeden Fall irgendwas kaputt gemacht. Oh Gott! Oh Gott! Das stinkt nach Secret. Ihr wisst das alle. Ihr wisst es. Ihr wisst. Jeder von euch weiß, dass ich jetzt hier runterspringen muss. Und jeder lacht sich ins Fäustchen. Weil er das genau hat kommen sehen. Alle außer dem Sly. Ja gut, klug geht anders. Richtig. So, liebe Kinder, ihr habt ja mal wieder gesehen, wie man es nicht macht. Und so seht ihr mal, wie man da wieder hochspringt. Wie mache ich das denn? Wie zum Fick soll ich das denn hier bitte machen? Das ist ein Würmchen, ihr hört es, ne? Ey, warum gibt's denn hier keinen? Alles fürs Würmchen. Würmchenliebe. 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 Fucking hell, ich hab das scheiß Loch bestanden. Jetzt wird der Laden randaliert. Nein, ich will da nicht nochmal rein. Garantiert nicht. Tu das alles nur fürs Würmchen. Schlag den Laden klein. Krieg ich hier überhaupt noch irgendwas von mit? Ne, oder gar nicht. Stopp, 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 stopp. Brauch nur so ein bisschen. Ich will wissen, was der Schattensturz ist. So, jetzt checken wir das mal. Die Frage ist halt, will ich das hier checken? You know? Irgendwie fühlt sich das doof an. Du bist neu! Bleib stehen! Wer dieses Königreich verlässt, wird verflucht! Es ist besser, hier zu bleiben, bis die Zeit selbst stillsteht. Ja, never. Hoffnung und Freiheit. Ich dachte, durch Stärke allein könnte ich diese Dinge erlangen. Ich träume davon, die Seuche mit meinen Nägeln zu zerschneiden. Und dann richte ich meine Waffe dem König entgegen. Als ich an diesem heiligen Ort aufwachte, fing ich an zu verstehen. Die, die hoffen, sind schon verdammt. Hoffst du noch, Reisender? Wirst du fliehen oder wirst du deine Waffe ziehen und uns beide verdammen? Ja? Ja, Oga.
Wo kommen denn jetzt die vielen mehr Nägel her? Habe ich das geschafft? Humiliation. Salzige Hände und Brina ist nicht mal in Reichweite, du Tschuft. Danke für den Resubscribe, Klammeron. Dankeschön. First try! Ah, jetzt verstehe ich. Wer sich dem König entgegenstellt, ist verdammt. Sobald er seine Waffe zieht. Nenn mich nicht ein Verräter, nenn mich einfach nur einen Narren. Ich weiß, du wirst nicht fliehen, wohin du auch gehen magst. Ich werde dich beobachten. Okay, hat er mir jetzt irgendwas Geiles gebracht? Oh, ich musste der Tante ja sowieso 100 geben, ne? Okay, nice. Ich glaube, ich muss damals für diese komische Mottentante... ...sowieso 100 einsammeln. Ja, leck mich fett! Seht ihr das, was ich sehe? Ja, toll, ich habe keine Karte. Ja. Ich brauche irgendeine scheiß Karte. So früh gefreut. Teilnehmer Mist? Oh, war okay. Okay. Ey, wundert mich, dass ich die First Try geschafft habe. Ey, da habe ich jetzt selber nicht dran geglaubt. So ein paar Billiggegner wären ganz nice, Leute. So. Mein Leben. Ach, ihr schon wieder. Ich will euch gar nicht. Nehmt mir am Arsch. Ihr weiter. Saftladen. Ernsthaft. Was ist das hier für ein Ahnengrab? Oh, hier oben war doch die Frau. Ich entsinne mich noch. Hier bin ich mal gestorben. Langes her, ja? Bin ich hier nicht extra reingekracht? Genau, da bin ich reingefallen. Nein, nein, nein. Sowas von nein. Ich entsinne mich wieder an dieses lachende Loch. No. Oh, nein.
Rein da, das klingt doch einladend. Na. Sowas von ein Nope. Oh, ist das eine Schnelllinie? Bitte lass das einfach nur eine Geldschnelllinie sein. Ja, leckt mich fett, Leute. Was zum Speichern? Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Moment, ich war hier schon mal? Jetzt habe ich dann keine Karte. Ja, aber sowas von werde ich läutern. Aber ich verstehe nicht ganz. Wenn du dich verlaufen hast, dann kaufst du nicht einfach eine Karte von einem Geschäft. Aber ich war hier doch nie. Ich habe hier gar keine Karte. Also wie soll ich eine Karte haben? Ich komme gleich wieder. Kann sein, dass ich vielleicht nach oben muss und mir die Karte kaufen muss. Aus dem Laden. Ist das vielleicht der Grund? Also hier war die Mottenfrau, die uns aufgesammelt hat. Die war nice. Träger! Du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Ja, mein Nagel ist ein Traum. Du hast schon 100 Essenzen gesammelt. Schnelle Arbeit. Du hast dein Händchen für vieles, nicht wahr? Oh ja. Kein Wunder, dass die Träumer dich in diesen alten Traum begraben wollen. Vielleicht haben sie Angst vor dir. Oder vielleicht sehnten sich nach deiner Gesellschaft, dass sie auch Gefangene sind. Wie dem auch sei, du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Nimm dieses alte Schmutzstück als Erinnerung, als Ermunterung und kehre zurück, wenn du 200 Essenzen gesammelt hast. Siegel von Heimlatsnetz. Ernsthaft? Du und der Traumnagel, ihr scheint beide etwas schärfer und auch scharfsinniger. Aber du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Hey, okay. Ich hab mein Traumnagel jetzt vertraumnagelt. So. Was ich jetzt gerade testen muss. Guck mal hier. Ich wusste, da war noch was. Habt ihr das Licht gesehen? Ich ja. Das ist halt krass, ne? Guck mal. Das, wie die Stelle hier aber auch nur erahnbar ist wegen dem Licht. Ja, leck mich fett. Traumschild? Was bist du denn schon wieder? Defensiver Talisman, einst geführt von einem Stamm, der Träume formen konnte, beschwört ein Schild, der den Träger folgt und versucht ihn zu beschützen. Ja, nice. Ja, einfach mal gelootet, damit wir nachher zu der alten Baba gehen können und ein bisschen Geld reinschmeißen können, auf das sie unsere Taschen wieder füllt. Jetzt muss ich natürlich jede Ecke einmal überprüfen. Ja, und da gehen wir auch noch rein. Keine Sorge. Die kleinen gierigen Kinder. Ihr wollt mich doch sowieso nur alle tot sehen. Aber ich muss jetzt schauen, ob ich hier überall lang kann. Ich freue mich jetzt schon auf die Schattenbegegnung. Mmh, sexy. Aber erstmal, vielleicht sollte ich schnell ins Dorf gehen. Ich meine, das hier ist wirklich eine wirklich gute Reise. Oh, ich bin auch wirklich am Arsch der Welt, ey. Auf nach Mistmund. Vielleicht ist Cornifer da? Calcifer? Cornifer, ne? Calcifer war das Feuer, ja. Cornifer, genau. So. Dann wärst du ja technisch hier. Bist du nicht? Kann ich die Karte kaufen trotzdem? Barpanada. Guck, ewige Ruhestätte. Was ist das? Kriegergrabnadel. Okay, eine Karte der ewigen Ruhestätte. Jo, hole ich mir jetzt als erstes. Conniff erzählt mir oft von diesen seltsamen, wispernden Wurzeln, die es immer wieder sieht. Ich habe eine Nadel angefertigt und sobald du selbst durch den Zeichen. Okay. Okay, cool. Also wir lagen mit der These recht, dass wir es kaufen.
Ist ja gut. Schreib mir nie an. So, ist das ewige Ruhestätte? Oh ja, ist ewige Ruhestätte. Da oben ist halt immer noch was, was mich neugierig macht. Aber muss ich hier das nicht jetzt entfernen? Ach, scheiße, ich weiß nicht mehr. Egal. Finden wir raus beim nächsten Mal. Wir haben ja schon sehr viel geschafft. Ich bin sehr begeistert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Sly. Ciao.